Herzlich willkommen auf Levin Gaming. Heute gibt es die 10. Folge meiner FM-Karriere. Ja, im letzten Spiel, also in der letzten Folge, im letzten Spiel haben wir noch gewonnen. Allerdings, ja, war es insgesamt nicht allzu erfolgreich. Und ja, ich habe nicht wirklich Geld für irgendeinen Transfer. Deswegen habe ich mir überlegt, ich produziere jetzt einfach vor, weil Vorschläge bringt nichts, weil ich kann eh keinen kaufen. Den können wir mir dann wieder im Sommer schreiben. Aber mir wurde vor ein paar Folgen ein Spieler in die Kommentare geschrieben. Und das war Schick von AS Rom. Ja, der hat anscheinend eine 73. Ist Stürmer. Sein Marktwert ist sehr, sehr gering. Also den könnte ich mir auch jetzt noch holen. Aber ich denke, ich werde ihn erstmal scouten. Du machst das. Egal. Ja, ich denke, den könnte ich mir mal holen. Also vielleicht werde ich den, habe ich den Kommentar gerade eingeblendet. Ich weiß es nicht. Definitiv nein. Ja, auf jeden Fall Schick könnte ich mir für die nächste Saison überlegen, aber ich würde das Geld gerne behalten wegen ihm hier. Da würde ich gerne die Kaufoption ziehen. Nur nicht jetzt, sondern später. Und dann hatte ich noch hier etwas. Suchkriterien. Das dürft ihr nicht sehen. Ich habe nämlich im Vorfeld mir schon ein paar Spieler gesucht. Scheiß auf realistische Transfers. So, hier ist schon alles eingestellt. Gut. Ja gut, er ist nicht verfügbar. Wieso, weiß ich nicht. Aha. Ramsey ist auch nicht verfügbar. Sind Champions League und Arsenal ist Europa League, aber unser Verein ist Kacke. Du willst mich doch verarschen, Alter. Anthony Martial kann ich mir auch holen. Was? Ja, die habe ich alle nicht gesehen. Ich wollte eigentlich. Jetzt ist er. Ah, da. Adrien Rabiot. Weil der ist. Der hat eine 80, höchstwahrscheinlich. Lifestyle-Ikone, nervenstark, ehrgeizig, Einzelspieler und extrovertiert. Also eigentlich bis auf das hier, aber das ist egal. Also sehr, sehr gut. Sehr, sehr gute. Ein sehr, sehr guter Charakter. Und der ist gratis. Deswegen hole ich ihn mir. Kommt er im Sommer hoffentlich? Die haben wahrscheinlich Karriereende, ne? Nee. Was? Was? Ja, ich könnte mir auch hier einen David Luiz für die Innenverteidigung holen. Allerdings will der wahrscheinlich sau viel Gehalt. Ah, aber an sich gar nicht so schlecht. Er war. Na, der ist schon alt. Also ich. Nee, ich denke nicht. Ich denke nicht. Adrien Rabiot, der wird auch schon viel Gehalt fressen. Aber ist mir eigentlich egal, weil der ist sehr, sehr gut. Gut, rede ich einfach mal mit Achraf Hakimi oder Ashraf. Schön. Okay. Wie geht's der Familie? Oh, Mann. Sancho, du hast gut trainiert. Ne, du hast dich in dieser Saison sehr verbessert. Oh. Naja. Gut, simuliere ich weiter. Ich werde jetzt von der zweiten Mannschaft die Verträge verlängern. Vor allem von den Talenten. Die fressen ja alle eh nicht so viel. Hier sollte ich, denke ich, ein paar noch hochholen für die zweite Mannschaft im nächsten Jahr. Robin Kehr vor allem. Nächste Saison. Ja, moin, wie viel Gehalt willst du denn? Zweite Mannschaft. Und Ibrahim. Ja, moin, Alter. Ich will, wieso wollen die nicht alle so viel Gehalt? Oh. Ja, okay, Naldo ist saualt. Kruse könnte man sich überlegen. Allerdings, die sind halt alle saualt, deren Verträge. Also, was heißt saualt? 30 geht noch, aber eigentlich schon zu alt, um sie zu holen. Jetzt Co. 29. Lang vielleicht, aber der ist dann auch schon wieder nicht gut genug. Dafür, dass er dann nur 74 hat. Ja, also hier findet man keinen wirklich unter 27. Hier ist ein 26er. Und dann sind die auch alle nicht mehr gut. Hier ist noch ein 20er, aber. Also außer Bundesliga ist da jetzt kein so richtig guter.
kommt. Ich will wenigstens noch die Champions League. Ich hab's vergessen, wie es heißt. Die Champions League Qualifikation. Kaufangebot für Mahmut Dahoud. Da könnte man verhandeln, weil ich meine, Spielzeit kriegt er eh nicht. Was? Was? Was ein Scheiß. Das zeigt man den Scout gute Perspektiven. Ja, den kann man behalten. Scouting, ja, okay, Hannover. Gehaltsbudget. Schön, Adrien Rabiot wechselt ablösefrei, hat eine 81. Vielleicht verbessert er sich noch. Wäre sehr, sehr gut. Nächsten Spiel bräuchte ich in Topform. Wieso ist der eigentlich schon wieder verstimmt? Versteh's nicht, Alter. Na, ne, der hat sich nicht wirklich verbessert, der hat sich eher verschlechtert. Pulisic, du hast gut trainiert. Also gegen den 15. zu Hause. Wenn da kein Sieg kommt, dann. Ja, dann weiß ich auch nicht. Also in Leipzig gewonnen, das ist, war sehr, sehr gut. Und jetzt hoffentlich gegen Hannover gewinnen. Was? Nein, der bleibt immer noch hier, Alter. Check das doch. Erste Mannschaft. Ich wollte da eigentlich mal was probieren, aber momentan klappt es sowieso nicht, dass ich das hier mache. Aber das, nee, das bringt es nicht momentan. Das hätte es mal gebracht, weil da war Pulisic nicht auf dem Level von Götze und Reus. Aber mittlerweile bringt es nichts. Ja, gehen wir ins Game rein. Im Hinspiel haben wir 3-1 gewonnen. Mal gucken, was wir jetzt machen können. Oh, nach 15 Minuten noch 0-0. Paco Alcácer mit der gelben Karte. Das ist jetzt nicht so lecker. 1-0 Alcácer. Vorlage Brandt. Sehr, sehr stark. So, also Pause. Dann ein 1-0. Ja, was tue ich jetzt? Eggestein kommt für Delaney, weil Delaney war nicht so stark. Halbzeitansprache. Verlieren werden wir das nicht mehr. Assistent. Oder Spieler aufwärmen. So, 60. Ah, die Offensive. Eieieiei. Na gut, Sancho kommt für Brandt. Und weiter geht's. 2-0 Marco Reus. Sau stark. Und dann wechsle ich nochmal Abdou Diallo für Toprak. Abdou Diallo braucht auch mal wieder Spielzeit, denke ich. Der ist noch jung. Gut, 2-0, souveräner Sieg. Hey, Präsenz sportlich ist jetzt auf 6. Ey. Ja, dann spielen wir als nächstes in Frankfurt. Da erwarte ich eigentlich auch einen Sieg. Aber wir sind immer noch 6. Mann. Garantie. Was ist das denn jetzt wieder? 100 Länderspiele? Ja, geil. Nein, Sancho bleibt definitiv hier. Oh, Sancho war sehr, sehr stark. Ist mir gar nicht aufgefallen, als er eingewechselt wurde. Hat jetzt auch eine 76. Also, wenn der so weitermacht, Bombe. Bombe. Dann hat Wolf aber auch keine Chance mehr auf Spielzeit, so leid es mir auch tut. Warte mal. Habe ich nicht vorhin bei der Route hier auf Verhandeln geklickt? Ach, anscheinend nicht. Habe ich mich wahrscheinlich wieder verklickt. Ja, Paco Alcácer, bleib ruhig. Ja, okay, kommt dann mal wieder auf die Bank. Und ehrlich. Irgendwie war das, ich weiß nicht, war nie so seine Saison. Deswegen würde ich den gerne verleihen. Ah, für Eggestein. Also es läuft jetzt wieder, vielleicht. Vielleicht kriegen wir es jetzt auch mal in der Liga hin, dass es gut läuft. Hoffe ich natürlich. Teamdynamik, Frustration. Ja, okay, gut. Aber was mit dem ist, ich weiß es echt nicht. Hier haben wir einen Führungsspieler, das ist sehr, also, ne, das sind die Führungsspieler, aber hier haben wir einen Anführer. Was ist denn mit Götze? Das sind doch Freunde. Ja. Wo komme ich hier nochmal hin? Ich hab's vergessen, warte. Ja, Roman Bürki will Meister und erfolgreichen Fußball spielen, Alter. Großes Lob, der hat eine 84. Er hat eine 84, das läuft doch so gut.
Brand. Welchen Spiel bräuchte ich in Topform? Okay. Und dann weiter geht's. In Frankfurt, da erwarte ich bitte einen Sieg. Dürfen jetzt nicht. Ne, da bleibt hier. Wir dürfen jetzt nicht einfach. Ja, wie nennt man das? Also auf unserem Erfolg ausruhen. Ja, jetzt kommt das Angebot für Dahoud. Wait, what? Die haben 12 Millionen und ich fordere 17 Millionen. Forderungen stellen. Gut, ich denke, das werden die sowieso nicht, da werden die sowieso nicht eingehen. Oh, Kagawa, muskuläre Probleme, ist ja eh noch auf Länderspielreise. Wow, jetzt bieten sie 12,5. Na gut, gehe ich runter auf 15. Wenigstens handeln sie mit. Ja, jetzt in Frankfurt. Gut. News Center, Assistent, was? Ja, komm, was gemacht den Scheiß? Was ist das? Wanduhr. Ja, wie gesagt, ich entwickle diesen Meisterrasen nicht. Egal, wie lange mich der noch verfolgt. Zweite Transferperiode endet. Ja, okay. Wie lange ist jetzt Kagawa verletzt? Hey, er hat sich auch wieder hochgekämpft in der Länderspielpause. Denke ich. Hoffe ich. Gut, gehen wir ins Game rein. Wir holen mindestens ein Unentschieden. Axel wird sie direkt mit der gelben Karte. Ja, was ein Scheiß. Muss ich den ja gleich schon wieder auswechseln? Oder er lässt sie selber auswechseln? Alcacer mit dem 0:1. Vorlage Pulisic. Guerrero hat sich veracht. Scheiße. Wenn der ausfällt, dann muss ich das Schmelzer spielen lassen. Und der ist nicht mehr so gut. 71. Wer, irgendein Rechtsmittelfelder von dem macht gleich ein Tor. Oder durch eine Vorlage. Gut, 0:1 zur Pause. Ja, Brand macht ein gutes Spiel. So, wie war es hier nochmal? Ja, mache ich so. Halbzeitansprache sieht sehr gut aus und der Assistent. Alle Spieler aufwärmen. Ich wollte auch Witzel auswechseln. Egal. Obwohl, am Ende ist es nicht egal, dass ich gelb rot. Egal. Okay, es ist immer noch nicht egal. Scheiße. Gut. 75. Sancho kriegt nochmal einen Einsatz für einen guten Brand. Ja, sein Scheiß. Stendera. Du willst mich doch verarschen. Was soll das hier? Bitte mach noch das 1:2. Scheiße. Mann. Wir sind. Aber wir haben Platz gut gemacht. Wenigstens etwas. Wenigstens etwas. Aber 4 Punkte in der Champions League. Ich will nicht Euroleague spielen, Mann. Ja, komm, einigen wir uns auf 14 Millionen, Alter. Guerrero fällt aus, verstauchter Knöchel. 12 Tage! Was? Was? Ach du Scheiße, tschüss, der Hut. Warte mal. 12 Tage? Bis wann ist das? Sag nicht bis zum 9.2. 7.2. Komm, Schmelzer, du wirst das gut machen. Da glaube ich dir. Das glaube ich dir. Oh Gott, Alter. Jetzt zu Hause gegen Hoffenheim, da erwarte ich einen Sieg. So, komm, Dahoud, einige dich. Ricardo Rodriguez wechselt zu Barca, okay. Ja, okay, Dahoud wechselt. Tschüss. Da denke ich, brauche ich jetzt erstmal keinen Ersatz, hoffentlich. Am Ende verletzen sich zwei. Neue Partnerin. Und dem hierbei fällt bei Hoffenheim aus. Sehr stark. Okay. 14 Millionen mehr haben wir. Neue Partnerin, Elena. Sie heißt doch Elena. Ja, das ist jetzt außer Fußballbegeisterung, ist auch nur Kacke. Ich will die perfekte, die überall 10 hat. Gut, reden wir mit Marius Wolf. Ist gut trainiert. Philipp. Gib im Training alles.
Und dann sind wir jetzt auch gleich schon wieder im Februar, aber vorher kommt noch der Deadline Day. Ja, jetzt. So, Schmelzer, nee, man, den brauche ich, es tut mir echt leid. Den brauche ich leider. Also, was heißt leider? Ich brauche ihn sehr dringend. Philipp auch. Daniel Hammer auch. Daniel Hammer. Philipp brauche ich auch. Was ist denn jetzt hier los? Digga. Ja, Philipp kriegt ja auch nicht für unter 31 Millionen. Oh, wie sie 11 Millionen bieten. Frankfurt geht weg. Und die bieten 3,5. Ja, ich darf nicht mehr einkaufen. Danke, Spiel. Gamero wechselt zu Valencia. Sonst passiert ja auch irgendwie nichts mehr. Interessant. Okay. Interessant. Gut. Kubo wurde. Gut. Ja, dann spielen wir jetzt heim gegen Hoffenheim. Bitte gewinnt, bitte. Ja, das Fansmuseum macht auch jeden Monat Verlust, Alter. Was ist denn das? Ja, gut. Eggestein kommt wieder auf die Bank. Diallo auch. Alle Spieler spielberechtigt. Ja, wir haben jetzt bald wieder Champions League. Wann denn? Nach dem Augsburg-Game? Jep. Ne, nach Stuttgart anscheinend. Oder? Ah, egal. Ja, nach Augsburg. Ah, gut. Gehen wir ins Game rein. So, das müsste eigentlich. Ja, geht raus und spielt ordentlich Fußball. Gewinnt. Nach 10 Minuten passiert nichts. Julian Brandt hat sich verletzt. Ist ein Scheiß. Sancho ran. Also, Brandt verletzt sich echt sehr oft. Alcacer 1-0, der trifft jetzt mittlerweile auch in jedem Game die Delaney-Vorlage. Oh, zwei Halbzeiten 1-0. Witzel kommt raus, dafür kommt Eggestein rein. Lass uns genauso weiter und dann fügt sich alles zusammen und weiter. Alle aufwärmen. Ich habe jetzt schon zweimal gewechselt. Ich darf nicht wechseln, aber ich muss wechseln. Pulisic macht echt ein scheiß Game bisher. Genau wie die beiden eingewechselten Sancho und Iggestein. Sancho hat jetzt wieder 3,5. Ja. Ja, so gut ist das leider nicht. Philipp. Götze. Nee, das bringt es nicht. Kommt Philipp rein für Alcacer. Kramaric gelb. Piszczek nochmal gelb, aber am Ende ein 1 zu 0. Gut, bleiben wir Fünfter. Muskelfach. Ja, Bayern ist jetzt schon. Nee, Leverkusen ist 11 Punkte weg. Auch wenn Bayern hier gewonnen hat. Ja, also Meister werden wir eher weniger, aber Champions League Qualifikation muss drin sein. Bisher haben wir jedes Spiel der Rückrunde gewonnen. Sieht man auch hier dran, dass die mich wieder halbwegs mögen. Boxkampf. Was? Ja. Ist mir auch scheißegal. Ja, 13 Tage. Jetzt kommt hier das Verletzungspech angerannt. Guerrero Brand, wann kommt er wieder? 15. kurz vorm Leverkusen-Game. Ja. Wartet, ich wollte noch was gucken. Sponsoring. Wing. Freikarten. Gegen Leverkusen. Anzahl 500. Ja, wann spielen wir denn gegen Leverkusen, Alter? Ja, gut, dann würde ich die Folge jetzt auch beenden. War ja am. Unterm Strich eine sehr erfolgreiche Folge. Wir haben drei Siege geholt. Nee, zwei, nee, drei Siege und ein Unentschieden geholt. Ja, wir haben auch noch Rabiot geholt. Also gar nicht so schlecht. Ja, dann würde ich sagen, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar, abonniert den Kanal und ciao.